Und ich rufe auf Top 44 der Tagesordnung, den Setzpunkt CDU-Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, den Entschließungsantrag Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie minimieren, Soforthilfen für hessische Vereine, Drucksache 20-2679. Und als Ersten darf ich von der CDU-Fraktion Herrn Hofmeister ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen unsere gesamte Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen jeglicher Größenordnung und Branche, öffentliche Institutionen und die Politik aller staatlichen Ebenen sowie nicht zuletzt auch die bewährten ehrenamtlichen Strukturen in unserem Land vor enorme, ja, und bis zum heutigen Tage wohl wirklich nicht in Gänze absehbare Herausforderungen. Es geht um Existenzen und die Frage, wie Strukturen die unmittelbare Krisenlage überstehen. Niemand in unserem Land hat sich den Folgen der Pandemie und den getroffenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der gesamten Bevölkerung letztendlich zu entziehen. Und das gilt natürlich auch für unsere breit aufgestellte Vereinslandschaft. Mir ist aber zu Beginn der Rede wichtig zu betonen, dass wir uns davor hüten sollten, einzelne gesellschaftliche Bereiche gegeneinander auszuspielen. Das ist in einer Krisenlage absolut nicht angemessen. Und das ist in diesen Tagen in der öffentlichen Debatte und auch unseren Beratungen hier im Hessischen Landtag und den Gremien sehr häufig um die Sicherung von wirtschaftlichen Existenzen geht, ist ohne jede Frage notwendig. Genauso ist es notwendig, unseren Kindern baldmöglichst gewohnte Strukturen in Schulen und Kindertagesstätten zu bieten, aber auch die ehrenamtlichen Strukturen in unserem Land, maßgeblich getragen durch die Vereine, müssen in den Diskussionen ihren Platz haben, und deshalb auch dieser heutige Setzpunkt. Wir als Abgeordnete wissen ja aus unseren Wahlkreisen das vielfältige Angebot der Vereine. Diese bieten der Bevölkerung attraktive Möglichkeiten, sich in der Freizeit sportlich, kulturell, künstlerisch, kreativ, sozial oder für Belange von Umwelt- und Naturschutz zu engagieren. Und damit sind die ehrenamtlichen Vereine ein wesentliches Element unserer Zivilgesellschaft und stärken den Zusammenhalt in unserem Land. Und deshalb ist es zwingend, dass diese Strukturen erhalten werden und nach der unmittelbaren Krisenlage den Vereinsbetrieb auch zügig wieder anlaufen lassen können. Und deshalb müssen wir dies natürlich auch im Blick haben in den Beratungen. Und das ist auch so in der Landesregierung der Fall und natürlich in den Fraktionen sicherlich auch. Meine Damen und Herren, wir sehen alle, dass dieses Jahr 2020 einen ganz anderen Verlauf nimmt als ein Neujahr sicherlich allseits erhofft. Dies gilt für das Wirtschaftsleben, aber auch für das Vereinsleben. Und das geht es bei diesem Setzpunkt. Übungseinheiten fallen aus. Wettkämpfe, Wettbewerbe, Konzerte, Theatervorstellungen können nicht stattfinden. Jubiläen, liebgewonnene Traditionsveranstaltungen müssen aufgrund des Infektionsschutzes abgesagt oder verschoben werden. Regelmäßige Treffen, der Hessentag, Herr Kollege Hahn, Treffen zur Beratung und Hilfestellung in unterschiedlichsten Lebenslagen fehlen, ebenso wie ehrenamtliche Bildungsangebote und Seminare. Und durch diesen zeitweisen Ausfall der Angebote können Vereine in existenzielle finanzielle Nöte geraten. Denn Mieten für das Vereinsheim, Gebühren und Lizenzen, laufende Betriebskosten für Strom und Wasser, Kosten für bereits beauftragte und durch die Pandemie abgesagte Projekte kombiniert mit den finanziellen Ausfällen durch wegbrechende Veranstaltungen, fehlende Spenden, Zuschüsse oder auch Beiträge von nun fehlenden Neumitgliedern können zu großen Herausforderungen werden. Und hier setzt das Programm der Hessischen Landesregierung zur Förderung gemeinnütziger Vereine an. Es soll die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abfedern. Vereine mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb können bereits vom Soforthilfeprogramm für kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Aber mit dem eigenen Programm für gemeinnützige Vereine sowie in landesweiten Dachverbänden organisierten Vereinen sollen existenzbedrohende finanzielle Notlagen oder Liquiditätsengpässe abgewendet werden. 41.000 gemeinnützige Vereine können nach den Erhebungen in unserem Bundesland davon profitieren und je nach Situation bis zu 10.000 € finanzielle Unterstützung beantragen. Ich danke namens der CDU-Landtagsfraktion, den beteiligten Ministerien,
bei der Ausarbeitung des Programms und hoffe auf eine breitflächige positive Wirkung. Meine Damen und Herren, das ist ein starkes Signal an die Vereins- und Kulturlandschaft in Hessen, um die Träger dieses wichtigen gesellschaftlichen Pfeilers schnell und möglichst unbürokratisch zu unterstützen. Ich will an dieser Stelle aber auch keine falschen Erwartungen wecken. Es handelt sich um ein Hilfsprogramm, um finanzielle Nöte zu mindern oder abzufedern. Ein Einnahmeersatzprogramm kann dieses Angebot nicht sein. Um es einmal mit einem praktischen Beispiel oder einem Bild zu beschreiben, der Kassierer im Gesangsverein wird bei der Jahreshauptversammlung im kommenden Jahr für 2020 wohl keinen Überschuss verkünden können. Aber entscheidend ist, dass die Strukturen erhalten bleiben, um den Vereinsbetrieb und die vielfältigen Angebote zur Freizeitgestaltung sowie zur Beratung und Hilfestellung baldmöglichst wieder aufnehmen zu können. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Vereine tragen auch zur Lebensfreude bei. Sich sportlich, kulturell oder kreativ zu betätigen, im Ehrenamt für Mitmenschen da zu sein und sich für unsere Umwelt zu engagieren, ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein Teil von Lebensqualität und ein wichtiger Bestandteil unseres sozialen Miteinanders. Das Ehrenamt und die Menschen, die das Ehrenamt tragen, sind im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar. Woche für Woche, Tag für Tag betätigen sich Hessinnen und Hessen aller Altersklassen in den unterschiedlichsten Bereichen und sorgen damit nicht zuletzt auch für eine eigene persönliche geistige Ausgeglichenheit. Als Politik, und das eint uns, denke ich, bei allen inhaltlichen Unterschiedlichkeiten der Parteien, dann doch haben wir die Förderung der ehrenamtlichen Strukturen mit unseren Vereinen, mit all ihren Facetten in Hessen im Blick. Wir wollen, dass auch nach der Krisenlage rund um die Corona-Pandemie breitflächige, vereinsgetragene und nicht kommerzielle Freizeitangebote von ganz jung bis ins hohe Alter im gesamten Land existieren. Und dabei hat jedes dieser Angebote für sich und die Gesellschaft seine Bedeutung. Vereine und ehrenamtliche Initiativen bieten neben dem jeweiligen konkreten Angebot zur Freizeitgestaltung und dem gesamtgesellschaftlichen Beitrag noch weitere wertvolle Elemente. Die sportlichen Aktivitäten, das gemeinsame Singen im Chor, das Musizieren im Orchester, die Auftritte im Amateurtheater, der Einsatz für den Naturschutz, die Unterstützung für Mitmenschen in herausfordernden Lebenslagen und vieles weitere führen Menschen zusammen. Und damit entstehen Foren zum persönlichen Austausch und zur Diskussion. Gerade in Zeiten, in denen sich Diskussionen zunehmend in sogenannte soziale Netzwerke, das war im Übrigen auch schon vor Corona der Fall, verlagern, braucht es die klassischen Räume zur Kommunikation, um den sachlichen Austausch zu pflegen, um sich miteinander möglicherweise auch Meinungen zu bilden, um auch mal zu diskutieren in einer entspannten Atmosphäre und nicht unbedingt nur im digitalen Raum. Und deshalb, meine Damen und Herren, die ehrenamtlichen Aktiven sollen weiterhin Spaß und Freude an ihrem Hobby haben. Und deshalb unterstützen wir auch in diesen besonders herausfordernden Zeiten Vereine und Verbände bei ihren wichtigen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Es wird, so hoffen wir und wissen wir auch, eine Zeit nach der Corona-Pandemie geben. Nur hoffen wir natürlich alle, dass diese Phase nicht mehr allzu fern liegt. Aber wir wissen auch, dass es weiterhin Geduld und Besonnenheit erfordert, um die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung des Virus nicht zu verspielen. Und deshalb, ich danke abschließend im Namen der CDU-Fraktion allen Vereinsverantwortlichen und ehrenamtlich Aktiven in Hessen, die mit ihrem dauerhaften Engagement dazu beitragen, dass das Land lebenswert ist und bleibt, bleiben wir besonnen und beieinander, sodass wir auch in Zukunft unser gesellschaftliches Leben auf ein breites, ehrenamtliches Fundament stützen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Freien Demokraten darf ich Herrn Müller ans Rednerpult bitten. Das ist immer gut. Wir wissen, was kommt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, es gibt zwei Punkte, die ich am Anfang klarstellen will. Wir sind uns, glaube ich, völlig einig in der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Vereine, auch für uns in Hessen.
Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass es richtig ist, ein entsprechendes Programm auch zur Hilfe für die Vereine, die durch die Pandemie in Not geraten sind, aufzulegen. Ich glaube aber, dass das Programm heute zum Anlass zu nehmen, hier einen Setzpunkt zu machen und sich selbst dafür zu feiern, wie es jedenfalls im Antrag der Fall war. Andreas Hofmeister hat sich eben hier etwas zurückgehalten und sehr breit auch mit dem Thema und Aufgaben der Vereine beschäftigt, ist ziemlich mutig, weil im Moment im Sport ein hohes Maß an Unzufriedenheit lebt. Und zwar damit, dass man nichts tun kann. Und dass sich die Landesregierung und die Koalition dafür lobt, dass sie einem Patienten, dem sie damit, dass sie ihm weiterhin sportliche Betätigung verbietet, mit weiterhin krank macht, lobt jetzt damit zu helfen, die Symptome zu bekämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eins zu viel. Wichtiger wäre es, die Ursachen zu bekämpfen, meine Damen und Herren. Kommen Sie dazu zurück, mit klaren Regeln einen Weg dazu zu finden, wie man Sport wieder betreiben kann. Wir brauchen klare Regeln statt pauschaler Verbote, meine Damen und Herren. So wie Sie das im Moment machen, kommen Sie nicht weiter. Wie erklären Sie den älteren Damen und Herren, die im Sportverein ihre Gymnastik machen, warum sie in einer großen Halle mit 3 Meter Abstand diese Gymnastik zur Erhaltung ihrer Gesundheit nicht machen dürfen? Aber in den Baumarkt dürfen sie gehen, und zwar ohne 3 Meter Abstand. Wieso dürfen auf Spielplätzen gespielt werden, aber man darf in den großen Hallen mit Abstand unter Kriterien keinen Sport treiben? Dafür gibt es keine Erklärung. Und wenn es diese Erklärung nicht gibt, dann ist es höchste Zeit, diese Einschränkung von Freiheitsrechten rückgängig zu machen, meine Damen und Herren. Und es kann doch nicht sein, dass man das einfach so hinnimmt und sagt, wir überlegen und wir schauen noch einmal, wie es weitergeht. Und dann ist erst recht kein Grund, sich dafür zu feiern, dass die Probleme, die dadurch geschaffen werden, dann auch noch versucht werden, mit Geld zu beheben. Vereine leben von ihrer Zusammenarbeit, von ihrer Gemeinschaft. Und die muss gelebt werden. Da hilft kein Geld der Welt. Das darf nicht verloren gehen, meine Damen und Herren. Die Vereine stehen in den Startlöchern. So, und das gilt nicht nur für die Vereine, die im freien Sport anbieten, das gilt auch für Vereine, die Indoor-Sport anbieten, das gilt auch für die zahlreichen Fitnesseinrichtungen, die allesamt auch einen Beitrag zur Fitness- und zur Gesundheitserhaltung leisten. Das darf man an der Stelle nicht vergessen, wenn es um Sport geht. Und davon höre ich bis jetzt überhaupt nichts in den Reden, weder von den Grünen noch von der CDU. Und da ist doch unsere Aufgabe, darauf mal hinzuweisen. Ja, aber Sie haben sich zum ganzen Thema bis jetzt noch nicht geäußert, meine Damen und Herren. Und das ist ja, ja, aber man hätte ja auch schon mal irgendwie eine Initiative ergreifen können. Wir haben uns auch schon zugeäußert, meine Damen und Herren. Der Innenminister hat schon mal angekündigt, dass es am 4. Mai losgeht. Dann aber doch nicht. Ja? Ja, man kann Pressemeldungen machen, man kann Mitteilungen an Vereine, an Fitnesseinrichtungen. Ich kriege hier die Rückmeldung aus den Vereinen, die Sie anschreiben, lieber Herr Frömmrich. Und zwar mit großer Begeisterung, weil die entsetzt sind über die Ignoranz, mit der sie denen antworten. Nämlich sie verweisen auf die Hilfsprogramme und zeigen ihnen keine Perspektive für die Zukunft auf. Das ist nicht das, was die Vereine brauchen. Das ist nicht das, was die Fitnessstudios brauchen. Das ist auch nicht das, was die Menschen draußen. Das ist auch nicht das, was die Menschen draußen brauchen. Die brauchen Betätigung, und zwar sportliche Betätigung, meine Damen und Herren. Sie schränken mittlerweile seit weit über 7 Wochen. Die Rechte der Menschen komplett ein, auch was das Treiben von Sport anbelangt. Und sie liefern dafür keine Begründung, außer dem pauschalen Hinweis auf Corona. Und ich bin rechtlich höchst gespannt, ob eine Klage gegen dieses Verbot der sportlichen Betätigung vor Gericht halten würde. Dieses sportliche Betätigungsverbot würde kippen. Das garantiere ich Ihnen. Und es muss kippen. Da brauchen Sie nur nach Rheinland-Pfalz zu schauen. Da wird schon seit Wochen wieder Golf und Tennis gespielt und Leichtathletik betrieben und anderes gemacht. Hier in Hessen nicht. In Mainz ist es okay. Die Infektionszahlen explodieren dadurch nicht. In Wiesbaden geht es nicht. Das kann man keinem Menschen da draußen erklären. Ich bin gespannt. Die Grünen kommen ja noch. Vielleicht haben Sie ja gleich Argumente. Sie haben es ja eben angekündigt. Vielleicht erklären Sie mir, warum das nicht geht. Ich bin echt gespannt. Sie können es jedenfalls draußen nicht mehr erklären. Das Gleiche gilt auch für den Bereich des Profisports. Da wird ja immerhin sich noch politisch zu geäußert, auch von den Ministern auf allen Ebenen, Bund, Länder und so weiter, gerade wenn es um Fußball geht. Aber es gibt doch nicht nur Fußball, es gibt zum Beispiel auch Basketball. Auch da gibt es Profisport, und auch die betreiben zum Beispiel Jugendakademien. Ja, die Basketballakademie in Mittelhessen wird betrieben von den Gießen 46ers. Die werden nicht überleben können. Die werden ihre Jugendarbeit einstellen müssen. Da hilft auch das Soforthilfeprogramm im Übrigen nicht weiter. Da hilft auch das für die Unternehmen nicht weiter.
Wir haben hier ganz andere Probleme, die sich dort im gesamten Sportbereich aufbauen. Ich hoffe, dass Sie das erkannt haben. Wenn Ihnen das zu kompliziert ist und zu viel ist, dann wäre das ein ganz schlechtes Zeichen. Aber wir müssen endlich anfangen, nach 7,5 Wochen uns mit den Einzelproblemen zu beschäftigen. Wir können nicht mehr pauschal sagen, wir haben ein generelles Verbot, weil wir haben eine Pandemie. Wir müssen jetzt in allen Einzelbereichen, und das ist ein Haufen Arbeit, müssen wir nach Wegen suchen, wie wir rauskommen aus den pauschalen Verboten und hinkommen zu Regeln im Umgang in jedem Einzelfall zum Betrieb, zur Wiederaufnahme der jeweiligen Tätigkeiten. Das gilt im Sport genauso wie in allen anderen Bereichen, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass diese Form der Perspektive aufzuzeigen eine viel wichtigere Aufgabe wäre, als sich nur damit zu brüsten und jeder Abgeordnete der CDU, der Grünen läuft über die Landen und macht Presseerklärungen zu Soforthilfeprogrammen. Ja, das ist Öffentlichkeitsarbeit, alles gut, aber das hilft den Vereinen am Ende in ihrer eigentlichen Tätigkeit und Aufgabe nicht. Und davon höre ich nichts. Bayern hat heute erklärt, dass es sogar in Bayern am 11. Mai losgeht, zumindest mit Sportanlagen im Freien. Ich hoffe, dass wir gleich etwas hören, jedenfalls mal morgen, wenn das nächste Gespräch dann irgendwann stattfindet zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Vielleicht dürfen danach die Hessen auch mal wieder nach draußen gehen und Sport treiben. Das wäre schön. Und ich hätte eine Bitte. Vielleicht geht es sogar noch vor dem Wochenende, weil da haben die meisten Menschen sogar Zeit dazu, das zu tun. Insofern, wenn es ab Freitag ginge, wäre es der große Wunsch, der aus vielen Vereinen, aus vielen Bereichen an mich herangetragen wurde. Dann tun Sie es bitte noch vor dem Wochenende. Und dann, meine Damen und Herren, das ist einfach, jetzt will ich noch einmal kurz zu dem Programm kommen. Der Kollege Hofmeister hat es ja eben korrekt geschildert. Das Programm wird in ganz vielen Fällen gar nicht einschlägig sein für die Vereine. Und wenn es hilft, bei den Vereinen, die es brauchen, sind die Beträge, die gezahlt werden, wahrscheinlich am Ende zu gering. Weil entweder habe ich einen Verein, der so organisiert ist, dass er überwiegend Übungsleitergehälter hat und keine hohen Fixkosten hat, dann ist der Ausfall aufgrund der Zahlung auch der Vereinsbeiträge weiterhin relativ überschaubar, oder ich habe hohe Kosten. Das betrifft zum Beispiel Pferdehalter, das betrifft Pferdesportvereine, das betrifft aber auch Tennisvereine, die extrem hohe Instandhaltungskosten haben einfach. Und für die sind die 10.000 Euro bei Weitem nicht ausreichend. Das heißt, die Zielgerichtetheit des Programms kann man auch infrage stellen. Passt das wirklich? Hilft es wirklich den Vereinen, die es brauchen? Reicht es da denn aus? Das muss man zumindest einmal klar hinterfragen, und das wird auch die nächsten Tage und Wochen zeigen. Wie gesagt, das Programm ist richtig. Das ist nicht die Kritik. Ich würde mich nur nicht zu sehr dafür loben, dass es auch alle Lösungen für die Vereine darstellt. Und wenn man dann von den 41.000 Vereinen redet, dann muss man die Zahlen, die darunter gebrochen sind, also die 10.000 Euro, die man dann in einem Atemzug mitnimmt, wenn ich nur beim Sport nehme, 7.600 Sportvereine, da sind 7,1 Millionen, da sind wir bei deutlich unter 1.000 Euro pro Verein, die rauskommen würde, wenn jeder Verein etwas beantragen würde. Man sucht sich die besten Zahlen raus, nachvollziehbar, aber Aufgabe der Opposition ist es auch, dann die richtigen Zahlen hier mal zu präsentieren. Meine Damen und Herren, ich will es auf den Punkt bringen, die Soforthilfen sind hier nicht die absolute Lösung. Es geht darum, Wege zurück zu Sportangeboten zu finden, Wege zurück zur Normalität zu finden. Wie gesagt, nicht zum Normalbetrieb. Davon redet keiner. Aber wir brauchen klare Regeln unter Hygiene- und Abstandskonzepten, dann auch wieder Sport treiben zu können. Das ist auch der Respekt, den wir dem Engagement der Ehrenamtlichen in den Vereinen schulden. Die müssen nämlich ihre Tätigkeit bald wieder aufmachen, denn das ist das, was sie antreibt, was sie wollen, der Austausch untereinander. Und dafür brauchen sie weiterhin Motivation und irgendein Zeichen, wann und wie es möglichst bald wieder losgehen kann. Das ist ihre Aufgabe, auch als Landesregierung, da endlich loszulegen. Und darum bitten wir Sie hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes darf ich aufrufen, Herrn Kollegen Schaus. Aber lassen Sie sich Zeit. Vielen Dank für das Desinfizieren. Herr Kollege Schaus, es beginnt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Corona-Pandemie hat neben der Wirtschaft auch unser gesamtes soziales Leben in Deutschland hart getroffen. Erst in den letzten Wochen ist uns allen in unterschiedlichster Weise klar geworden, was es bedeutet, wenn unser gesellschaftliches Leben erheblich eingeschränkt wird. Vieles, was unser Leben erst lebenswert macht, haben wir in der Vergangenheit als selbstverständlich wahrgenommen.
Jetzt erst nach den pandemiebedingten Einschränkungen nehmen wir vieles genauer oder anders wahr. Ja, ich glaube, dass wir uns in der Distanz tatsächlich näher gekommen sind. Es wird deshalb spannend werden, wie sich unsere Gesellschaft nach Corona weiterentwickeln wird. Ein wichtiger Bestandteil unseres sozialen Lebens sind auch die vielen tausend ehrenamtlich geführten Vereine und Verbände im Sport, der Kultur, den unterschiedlichsten sozialen und gesundheitlichen Bereichen, dem Natur-, Umwelt- und Tierschutz. Diese Vereine verfügen oft über kein finanzielles Polster, keine Rücklagen. Sie leben vom vielfältigen ehrenamtlichen wie auch finanziellen Engagement ihrer Mitglieder. Und deshalb brauchen sie endlich schnelle finanzielle Hilfe und Unterstützung. Lassen Sie mich zunächst auf die 7.600 hessischen Sportvereine eingehen, die seit dem 17. März keinen Spiel- oder Trainingsbetrieb mehr durchführen dürfen. Sportvereine finanzieren sich aus den Mitgliedsbeiträgen ihrer 2,1 Millionen Mitglieder, in geringerem Teil auch aus staatlichen Zuschüssen. Einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen erzielen sie aber auch aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei den Sport- und Wettkampfveranstaltungen sowie aus Gewinnen aus eigens organisierten Veranstaltungen und Festen. Und genau diese Einnahmen fehlen jetzt. So erzielte z. B. die Handballabteilung meines Sportvereins jedes Jahr bei ihrer Pfingstveranstaltung an Gewinn mehr als 50% der gesamten Jahreseinnahmen. Diese erhebliche Summe wird aber in diesem Jahr gänzlich wegfallen. Und so geht es vielen anderen Vereinen auch. Selbst bei einem kleinen, nur einige hundert Mitglieder umfassenden Sportverein bewegen wir uns da im sechsstelligen Euro-Bereich. Es ist gut, dass diesen Vereinen nun bis zu 10.000 € Zuschuss angeboten wird, aber das ist dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch der Verweis auf zusätzliche Unterstützung aus dem Coronavirus-Soforthilfeprogramm Hessen 2020 wird nur einen geringen Teil der Einnahmeverluste ausgleichen können. Deshalb sagen wir, dass gerade im Sport auch ein sozialer Ausgleich stattfinden müsste. Da denke ich zuerst einmal an den Fußball, der übrigens alleine 71% sämtlicher Sponsorengelder im Sport erhält. 71%. Wenn schon die Vorbereitungen über umstrittene Geisterspiele auf Hochtouren laufen, dann erwarte ich, dass die Deutsche Fußballliga mindestens ein Drittel der noch ausstehenden Fernseheinnahmen in Höhe von 304 Millionen Euro bis zum Ende der Saison in einen Solidarfonds für die Amateurvereine, die momentan keinerlei Einnahmen haben, einbringt. Um nicht missverstanden zu werden, eine Lex Fußball darf es alleine wegen des Geldes nicht geben. Die DFL ist in den vergangenen Jahren beim Umsatz und Gewinn von Rekord zu Rekord geeilt. Jetzt sollten die Profivereine der obersten beiden Ligen zeigen, dass sie in der aktuellen Notlage auch teilen können. Sollte es für die Geisterspiele eine Genehmigung von Bundes- und Landesregierung geben, dann muss allerdings gleichzeitig sichergestellt sein, dass die Spiele im frei zugänglichen Fernsehen oder kostenfrei im Internet verfolgt werden können, um Fanansammlungen in Stadionnähe oder private Pay-TV-Partys zu vermeiden. Zudem fordern wir nach Prüfung der gesundheitlichen Risiken eine größtmögliche Lockerung der Beschränkungen für den Breitensport, natürlich mit Augenmaß. Begonnen werden sollte mit Sportaktivitäten im Außenbereich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln, sowohl im Breiten- und Schulsport. Dies schließt den Reha- und den Gesundheitssport im Rahmen der Möglichkeiten ausdrücklich mit ein. Unter Beachtung von Regeln und der Entwicklung der Infektionszahlen sollte perspektivisch und schrittweise auch der Zugang von Freibädern ermöglicht werden.
Es ist höchste Zeit, dass sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten endlich auch dieser Thematik umfassend annehmen. Ich komme nun zu den übrigen 30.000 Vereinen im Sozial-, Gesundheits-, Jugend-, Kultur-, Umwelt- und Tierschutzbereich. Auch diese weitestgehend ehrenamtlich organisierten Vereine und Selbsthilfegruppen brauchen ebenso dringend finanzielle Unterstützung. Hier fehlt es aber zudem, z.B. bei den Vereinen, die im Sozial- und Gesundheitsbereich aktiv sind, weiterhin oft auch an Schutzausrüstung. Die Gesundheitsämter haben noch immer zu wenig, und die Verteilungsstrukturen sind sehr unterschiedlich. Oft kaufen Bürgermeister oder Landräte dies zusätzlich ein, um die Arbeit der Vereine vor Ort zu unterstützen. Wichtig ist bei diesen Vereinen aber auch, dass deren hauptamtliche Strukturen erhalten bleiben, um die Mitglieder weiter zu erreichen und vor allen Dingen die jeweiligen Zielgruppen weiterhin betreuen oder unterstützen zu können. Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen werden meist von Vereinen mit hohem ehrenamtlichen Aufwand getragen. Sie fordern zu Recht eine Finanzierung pro Platz. Es ist leider eine traurige Wahrheit, dass gerade jetzt viel mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen und Kinder notwendig sind. Wir brauchen deshalb dringend kreative Sofortlösungen für mehr Schutzwohnungen. Schon seit Langem fordern die Verbände die Erhöhung der Platzzahlen in den Frauenhäusern. Das ist also nicht neu. Aber unter Corona wird diese Notwendigkeit leider auf dramatische Weise deutlich. Frauenzentren und Opferberatungseinrichtungen fehlt derzeit meist das Geld, das sie aus Vortrags- und Seminararbeit an Einnahmen erzielen. Dies sollte ihnen vollständig ersetzt werden. Ihnen fehlt zudem aber auch Einnahmen aus Bußgeldern, da derzeit auch weniger Gerichtsverfahren stattfinden. Zahlreiche Vereine führen Maßnahmen zur beruflichen Integration durch, die aktuell aber nicht stattfinden können. Dadurch entstehen große Löcher im Budget. Jugendhilfe kann meist nicht mit 2 Metern Abstand durchgeführt werden. Auch hier fehlt es an entsprechender Schutzausrüstung. Ehrenamtliche, familienentlastende Dienste für Menschen mit Behinderung finden derzeit nicht statt. Soll dieser Bereich nicht ganz wegbrechen, dann brauchen die Vereine weit mehr als einmalig 10.000 € zum Überleben. Ambulante Hilfen können zudem nicht im üblichen Umfang durchgeführt werden. Zum Beispiel können keine Lernhilfen stattfinden, die über Bildungs- und Teilhabepakete finanziert werden, außer in den wenigen Fällen, wo die Lernhilfe online stattfindet. Hier ist mehr als nur Geld gefordert. Ambulante Hospizdienste sind bei der Zuteilung von Schutzausrüstung völlig vergessen worden. Familienbildung, Unterstützung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen etc. Hier liegt vieles auf Eis. Der Gefahr, dass derzeit wichtige Strukturen zerstört werden, muss jetzt entschieden begegnet werden. Und da brauchen wir individuelle Hilfen, individuelle zugeschnittene Programme. Das geht nicht mit der Gießkanne. Bei den Tafeln hat das Land bereits 1,25 Millionen € für die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Das ist gut. Die Helferinnen der Tafeln sind vielfach Ehrenamtliche, die selbst zur Corona-Risikogruppe zählen. Tierschutzvereine, die auch Betreiber von Tierheimen sind, beklagen eine erhebliche Verringerung des Spendenaufkommens und die Reduzierung der Vermittlung von Tieren. Hier muss jetzt unbedingt auch über eine dauerhafte Zuschusserhöhung durch die Kommunen nachgedacht werden. Zuletzt will ich auch noch die seit Wochen leerstehenden Jugendherbergen ansprechen. Der Hessische Jugendherbergsverband hat angeboten, die Einrichtung für Obdach- und wohnungslose Menschen und auch für Frauen, die aufgrund von Gewalt aus ihren Wohnungen müssen, zu öffnen. Hier ist immer noch keine Lösung gefunden worden. 111 Jahre besteht das Jugendherbergswerk in diesem Jahr. Das darf es nicht alles gewesen sein, meine Damen und Herren. Da haben wir Verantwortung, und die muss auch wahrgenommen werden.
Lassen Sie mich schließen. An all diesen Beispielen habe ich versucht aufzuzeigen, wie vielschichtig sich derzeit die Problemlage in den gemeinnützigen Vereinen darstellt. Da ist es gut, dass es jetzt endlich ein Soforthilfeprogramm gibt. Geld allein, noch dazu, mein letzter Satz, Herr Präsident, Geld allein, noch dazu in diesen geringen Zuschusshöhe, reicht aber bei weitem nicht aus, die bestehenden Vereinsstrukturen auch tatsächlich zu erhalten. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Wir hatten hier schon seit anderthalb Minuten, Herr Kollege Schaus, wir hatten schon seit anderthalb Minuten das Gefühl, dass Sie zum Ende kommen, aber das haben Sie sehr geschickt immer wieder prolongiert, diese Aussage. Deshalb habe ich Sie jetzt aber ein bisschen ermahnt. Sie haben trotzdem eine Minute mehr gekriegt. Als nächstes ist Herr Schenk. Er ist auf dem Weg, jawohl. Ich habe ihn auch noch nicht angerufen. Widersprechen, wenn Sie hier einen Entschließungsantrag einbringen, der die Unterstützung von ehrenamtlicher Arbeit und Vereinsleben zum Inhalt hat. Die positive Wirkung der Vereine in und für die Gesellschaft kann nicht überschätzt werden. Sie sind die wesentlichen Eintrittspforten zur Teilnahme am sozialen Leben und auch dem gesellschaftlichen Leben. Dort verbinden sich Interessen und Neigungen des Einzelnen mit Zielen der Mitglieder und der Gesellschaft. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, ob Fußball, Leichtathletik, in einem Chor, im Schützenverein, ob in einer Großstadt oder auf dem Lande. Gerade für junge Menschen, Kinder und Jugendliche sind das dann prägende Erfahrungen. Leider, das müssen wir allerdings auch konstatieren, besteht bei vielen Vereinen Mitgliederrückgang und Nachwuchsmangel. Da ist aber auch Nachmittagstraining ist gefährdet, eben durch die verlängerten Schulzeiten. Also das ist ein anderes Thema, was ich hier nicht vertiefen will. Liebe Regierungskoalition, diese durchaus notwendige Soforthilfe sollten Sie hier dennoch nicht überschwänglich abfeiern. Es besteht kein Grund zur Eigenwerbung. Erstens ist es nicht Ihr Geld oder das Geld der Regierung, sondern es ist das Geld der Steuerzahler. Außerdem, warum ist diese Soforthilfe denn überhaupt erforderlich? Diese Frage muss auch untersucht werden. Ihr sogenannter Lockdown klingt harmlos, ist Englisch, und hier liegt der Hase im Pfeffer. Es sind Ihre tiefgreifenden Eingriffe in unsere Grund- und Freiheitsrechte. Nicht bloß Existenzbedrohung, nein, auch Existenzvernichtung mit eingeschlossen. Die Zwangsmaßnahmen in unser aller Leben, wie man sich noch vor zwei Monaten. Das Wort. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Die Zwangsmaßnahmen in unser aller Leben, die man sich noch vor zwei Monaten nicht hätte vorstellen können oder gar ausmalen, das sind tiefe Eingriffe. Trotz der Risikoanalyse aus 2012 zur Pandemie der artverwandten SARS-Viren, der Corona-Ereignisse in China seit November 2019, haben Bundes- und Sie als Landesregierung die Vorwarnzeichen nicht erkannt und mehrere Monate ungenutzt verstreichen lassen. Der Ignoranz im Januar folgte die Verharmlosung im Februar, bis dann Mitte März plötzlich geradezu panikartig Grenzkontrollen und täglich folgend immer weitere Verordnungen das öffentliche Leben lahmlegte. Die Autofabriken, die Hotels, die Tourismusbranche machen Corona-Pause. Das gilt es hier festzuhalten. Ach ja, den kleinen Vorrat an Schutzmasken nebst Kleidung hat man zuvor noch schnell nach China verschenkt. Das nenne ich, verehrte Damen und Herren, miserables Krisenmanagement. Mit der Ermächtigungsgrundlage des Infektionsschutzgesetzes, der § 28 fortfolgende, wurden hektisch ab dem 13. März fortlaufend Verordnungen erlassen und Eingriffsermächtigungen geschaffen. Zu spät, völlig überzogen, was viele Kritiker mit guten Argumenten belegen. Darauf komme ich aber noch zurück. Quarantäne von Rückreisekehrern, löchrig wie Schweizer Käse, Ausnahmen ohne Ende, effektive Grenz- und Flughafenkontrolle, Fehlanzeige.
Besuchsverbote in Krankenhäusern, Altenheimen, Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Universitäten, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kontaktverbote, Abstandsgebote, Gewerbe- und Berufsausübungsverbote, Betriebsschließungen aller Art, alle Veranstaltungen in Sport und Kunst, Messen und Ausstellungen werden untersagt. Das öffentliche Leben wird zum Stillstand gebracht, den Bürgern ein Mundschutz verpasst. Demonstrieren dagegen konnte man zunächst nicht, jetzt schon wieder etwas, mit wenigen Teilnehmern, aber nur unter Mitteilung der Personalien und mit dem vorgeschriebenen Abstand. Ist das noch unser Demonstrationsrecht, frage ich Sie. Das ist nichts. Das ist eine einzige Demütigung. Ich frage Sie, wissen Sie wirklich, was Sie tun? Wo bleibt die gebotene Güterabwägung, das Übermaßverbot und die Verhältnismäßigkeit? Ein kleines Beispiel in der HNA. Ein Leichtathletik-Diskuswerfer alleine beim Aufwärmen auf der Sportanlage. Die Polizei kommt vorbei, erteilt ihm einen Platzverweis. Das kommt in der Zeitung. Es ist doch geradezu hanebüchend. Sie könnten natürlich sagen, kann passieren, nicht so. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Sie können sagen, nein, alles wunderbar, das hat sie prima berichtet, und ich freue mich auch darüber, dass das in die Öffentlichkeit gelangt ist. So wollen wir das hier haben. Ja? Also, Sie können zwar sagen, das ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Einzelfall, aber so ist es eben nicht. Der Rest geht eben nicht mehr auf den Sportplatz. Und es ist ja hier alles schon geschildert worden. Ja? Und das ist ja aber die eine Seite. Nehmen wir mal einen anderen tatsächlich vorliegenden Fall, zum Beispiel den Spargelbauer aus Nauheim, den ich vor kurzem besucht habe, vor ein paar Tagen. Der erleidet großen wirtschaftlichen Schaden dadurch, dass seine Erntehelfer aus Kroatien, auf die er sich seit 17 Jahren immer verlassen konnte, jetzt an innereuropäischen Grenzen zurückgewiesen werden. Herr Schenk, lassen Sie mich bitte mal kurz unterbrechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht fair. Und wir haben da ausgemacht, dass wir, wenn wir Gespräche führen, sie draußen führen. Der Redner hat das Wort, und ich werde aufpassen, dass das Wort nicht missbraucht wird. Bitte schön, Herr Schenk, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, ich danke Ihnen ausdrücklich. Komme ich noch einmal zurück auf diesen Spargelbauern. Die Hälfte seines Ackers wird wahrscheinlich untergepflügt werden müssen, weil die entsprechenden Erntehelfer nicht zur Verfügung stehen. Bemühungen über das Bürgertelefon, die Ministerien hier in Wiesbaden und Berlin blieben erfolglos, allesamt. Diese Beschränkungen scheinen nur für Asylbewerber nicht zu gelten. Haben Sie schon einmal mit Solounternehmen, mit Gastwirten oder um Ihre wirtschaftliche Existenz fürchten sehen? Mit Arbeitnehmern, die seit Wochen in Kurzarbeit null sind und viele zu Recht um ihren Arbeitsplatz fürchten. Ich frage Sie, leben wir noch in einer Demokratie oder inzwischen nicht in einer Gesundheitsdiktatur? Wer regiert hier eigentlich? Professor Drosten und der Herr Wieler vom RKI? So hat es jedenfalls den Anschein. Werden andere Experten überhaupt noch gehört? Die Liste der Kritiker ist lang. Der Professor Baktis, ein Spezialist für Virologie, äußerte massive Kritik auf der Datenbasis, der fehlenden Differenzierung nach Schwere der Symptome und dass bei als Corona klassifizierten Toten die eigentliche Todesursache nicht ermittelt wird. Das Corona-Schreckensszenario, Panikmache und Selbstzerstörer, nannte er das. Ich rede zu den Ursachen, warum die Vereine heute alle ihre Tätigkeit nicht mehr nachgehen können. Das ist genau die Ursache. Ja? Warum werden Kritiker überhaupt nicht gehört? Warum werden die ignoriert? Und es wird nur eine Linie durchgezogen. Die Infektionswelle war zumindest am 20. März vorüber, jedenfalls wenn man also dem Herrn Professor Homburg Glauben schenkt, der das also analysiert hat auf der Basis der Daten vom RKI. Also diese Öffnungsdiskussionsorgien und die Exit-Forderungen,
werden Sie noch länger bekleiden. Und die können Sie auch nicht länger ignorieren. Die Steuerung mit Angst, die wird nicht mehr länger funktionieren. Verehrte Damen und Herren, der Appell, der sollte an die Eigenverantwortung gehen. Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, Schutz von Risikogruppen, all das sind sinnvolle und notwendige Maßnahmen, wie bei jeder Grippewelle. Und wenn man das einhält, dann dürfte eigentlich auch der Notwendigkeit der entsprechenden Hygieneschichten also Rechnung getragen sein. Ich frage Sie, was hat Sie daran gehindert, Verantwortung für die eigene Gesundheit in den Händen der Bürger zu belassen? Der schwedische Umgang mit Corona hätte bei uns auch funktioniert. Ihr neues Vorhaben ist aber schon in Arbeit, und da geht es ja um die Zwangsimpfungen. Verehrte Damen und Herren, ja, das kommt noch. Was wir hier sehen, ist miserables Krisenmanagement und mit anschließendem wirtschaftlichen Abschwung. Ich denke, wir werden da noch viele Reden über diese Sache zu führen haben. Ich bedanke mich.